Hallo Leute, willkommen zurück zu Life in the Woods. Wie man sieht, habe ich jetzt meinen normalen Skin wieder. Denn der ganze Weihnachtstrubel ist vorbei. So, und wir waren da unten gewesen bei der automatischen Salzherstellung. Ich würde sagen, da schauen wir doch erstmal nach. Ich weiß gar nicht, wo ich da stehen geblieben bin. Wir gucken. Okay, wir haben das. Warte mal, irgendwo hängt doch bestimmt hier noch jetzt der Eimer drin, oder? Im Inventar habe ich den auch nicht. Ich hoffe, ich habe noch einen. Hier muss ich das... Das Redstone-Signal sollte irgendwo einen Schalter betätigen. Hab auch einen Schalter. Warte mal, wir gucken mal, ob das überhaupt geht mit einem Knopf. Okay, das funktioniert da an der Stelle sogar. Nehmen wir aber erstmal weg. Ich brauche einen Schalter jetzt. Ich muss einen Schalter machen. Oh nein. Echt perfekt gestartet hier gerade die Aufnahme. Es wird dunkel draußen. So, ein Schalter. War das mit Stein oder Cobblestone? Okay, Cobblestone. Oder besser gesagt, ein Hebel. Wie nennt sich dann das hier eigentlich? Ach, das ist dann Knopf. Okay. Ein Knopf. Jim Knopf. So, und da hatte ich ja überlegt, ob man das dann nicht eventuell später... Das sollte aber so im Prinzip funktionieren. Ach, richtig. Wir machen den nochmal aus. Hier muss ich ja noch... Was fehlt denn da noch? Hier fehlt noch ein... Ein Hopper-Kontakt oder wie die hießen. Hopper-Dakt, so rum. Oh, da brauche ich wieder Eisen. Ich glaube, das war das Problem. Vielleicht muss ich erstmal eine Farmtour machen. Ja, eine Farmtour. Und wir müssen eine Farmtour machen. Ich habe noch 4 Eisen. Warte mal, einen könnte ich damit eigentlich herstellen. Einen eigentlich. Ne, 4 sind da sogar drin. Nicht schlecht. Ja, jetzt brauche ich einen Eimer. Werkzeug. Oh, da habe ich sogar einen Eimer. Brauche ich sonst noch was? Moment. Ich glaube, ich will mal dieses Prinzip probieren auf jeden Fall. Ob das schon funktioniert soweit halt. Perfekt. So. Nee, geh weg. Will er mich hauen? Ist der vom letzten Mal? Aber der tut ja gar nichts. Ich lass den mal jetzt. Ich hab keinen Bock, jetzt gestört zu werden. Ah, der hat sich nicht verbunden damit. Jetzt nicht damit. Geh doch mal weg, du dummer Enderman. Zieht er das überhaupt da raus? Ich glaube, das geht gar nicht ohne Hopper. Ach, da sollte ja ein Hopper, sowieso ein Hopper dran, alles klar. Dann, wie ging die Hopper? Ich muss Eisen holen. Jetzt brauche ich wirklich Eisen. Gut, machen wir eine kleine Farm-Action. Nur so lange, bis das Eisen reicht. Hui. Also da hinten war ja eine große Höhle. Hopp. Ach nee, mit dem Wasser war ja doof. Komm, schwimm. Durch das Blauschiefergestein hier durch.
Aber sieht schon cool aus. Einfach, weil man es so nicht kennt. Huh. Ah, oh. So, die Frage, in welcher Ecke war ich denn jetzt hier noch nicht in der Höhe? Ein Blauschiefer-Creeper. Juhu. Ein Blauschiefer-Creeper. Ich glaube, so nenne ich die Folge. Ich glaube, da oben war ich noch nicht. Hier ging es doch noch viel weiter, oder? Hä? Sackgasse? Ah, ja, da ging es auch noch weiter. Und ich brauche langsam... Warte mal, da oben ist mir ein bisschen zu viel Action. Ja. Da habe ich die ja auch nicht aufgenommen. Gar nicht aufgefallen. So, erstmal was essen. Pommes. Oh, das Echo hier drin. Licht. Oh. What? Boah. War nur eine Fledermaus. Wenn die nicht trifft, ne? Da sind zwei übrigens. Was haben wir hier? Malachiterz. Drei sind da drin. Mein Gott. Ja, lass sie nicht davor fliegen. Hinter mir höre ich auch noch einen Zombie. Hui. Alter, wie da die Level rumfliegen, ne? Weil da geht's weiter mit Creeper. Nö, hab ich keinen Bock. Kommt er da hoch? Kommt er hoch. So nicht mehr. Ich wollte nur kurz Eisen farmen. Oh, Salz. Ja komm, ich glaube, von dem Kram habe ich genug. Gold? Oh, was braucht... Alter. Ich glaube, auch Sand habe ich genug mittlerweile. Hallo. Ja, jetzt. Hätte ich mich vorher nochmal ausleeren sollen. Also dahin reihen. Boop. Oh, da ist ja noch mehr. Von hier bin ich gekommen. Geht bestimmt irgendwo da hinten noch rum. Ja, ja, hier ist doch noch ein Gang. Aber der geht nur in diese Richtung. Boah, ist das eine Höhle, ey. Da gehe ich aber nicht rein jetzt. Kein Bock auf Spalte. Warte mal, war jetzt... nee, das war hier hinten, ne? Wundert euch nicht, wenn es mal knallt. Es ist halt ein Tag vor Silvester. Okay, wie viel haben wir denn? 10 ist nicht viel. Aber ich bin ja auch voll. Ich muss jetzt erstmal zurück. Könnte denn da der Blauschiefer-Creeper spawnen? Da war doch Licht drin. Und schon wieder ist er hungrig. Und deswegen baue ich ja auch die automatische Salzmaschine. Boah, ist das laut. Na.
Komm schon. Oh, dieses kleine Stückchen Wasser, ne? Dass das da nicht schwächer wird zum Ende des Flusses. Des Wasserflusses. Hier ist echt noch viel Platz. Muss ich auch noch zumachen. Quatsch. In den Ofen rein, bitte. So, wir haben Sand. Sandstein. Moment, der kommt unten rein. Marmorpflasterstein. Loamy Dirt. Holz. Weidenholz. Erde. Und Mobblut. Auch wieder genug. Warte mal, hier Salz. Aber manchmal macht das, manchmal nicht. Eisengitter ist gut, das brauche ich. Zaun brauche ich erstmal nicht. Die Truhe. Doch, die Truhe, die könnte ich vielleicht gebrauchen. Weil dann probieren wir das unten aus. Entschuldigt, ich habe irgendwie so ein bisschen Frosch im Hals. Habe ich manchmal. Nachdem ich gerne Fröschenkel gegessen habe. Nee, Spaß. Das ist der mit Gitter. Oh. Was sage ich ihm? Soll er durchlassen? Moment, er will doch. Er schickt mir dann den. Warte mal, wir machen erstmal das hier. Ah, da ist der Eimer drin. Ah, habt das schon gesehen, das Prinzip. Sobald ein Wassereimer hier reinkommt, kommt hier Frischwasser raus und ein leerer Eimer raus. Und? Achso, da kann ich selber nichts reintun. Und das, was hier rauskommt, geht dann hier lang. Und in dem Trichter sage ich ihm dann, er soll das Frischwasser abzweigen, damit der leere Eimer weitergeht. In diese Richtung. So, da brauchen wir jetzt nur einen Hopper dazu. Ein Hip-Hopper. Schon wieder dunkel. Der ging aber schnell jetzt. Trichter. Gehe ich nochmal schlafen. Sonst kommen die da unten alle reingelaufen. Hallo. Boah, dass wir schon Zugang zum Nether haben, finde ich voll krass. So. Jetzt müsste das im Prinzip funktionieren. Ich mache mal hier das Signal an. So, jetzt geht gar nichts. So, und das ist auch richtig so. Wenn ich jetzt das mache. Zack. Läuft der jetzt einmal durch, der leere Eimer. Und sobald ihr hier drin landet, drückt er ihn wieder raus. Und jetzt seht ihr schon, dass sich hier das Frischwasser sammelt. Jetzt läuft das hier oben durch. Autocraft. Der Eimer geht hier hinten weiter und das Frischwasser landet dann hier in dem Hopper. Und von diesem Hopper muss das Frischwasser dann in den nächsten Autocrafter. Also nochmal hier so ein Teil. Und da muss ich dann Frischwasser und einen Pott reintun, damit dann Salz rauskommt. Und irgendetwas bleibt übrig. Genau, der Pott bleibt dann übrig. Der muss dann wieder zurückgeführt werden in den Autocrafting Table. Und das Salz wird dann abgezweigt und landet dann hier unten. Und das geht dann nach oben in die Küche. Jetzt ist nur die Frage, ist das so richtig? Wir müssten eigentlich den jetzt schon haben, irgendwie. Ich stell's mal ab. Jetzt müsste er wieder stillstehen irgendwann, sobald er einmal hier drin ist. Okay, sehr schön. Also ich kann es auch an- und ausschalten. Ich habe schon überlegt, also auch schon ein paar Mal gesagt, dass man das Signal nicht bis nach oben zur Küche irgendwie durchzieht. Einfach damit man dann oben den Knopf zum Ein- und Ausschalten dieser ganzen Anlage hat. Jetzt nur die Frage, wie ging dieses Auto-Crafting-Table? Was brauchte ich dafür? Redstone, eine Werkbank, das ist ja gar nicht so krass. Das machen wir noch und dann geht's weiter im nächsten Part. Allerdings glaube ich, mit dem Eisen kommen wir schon wieder nicht hin. Jetzt hat er Hunger. Hallo?
sechsmal Salz. Ja, klappt immer, nicht immer ganz. Halt so rum. Aber ich glaube, es wäre egal. Da habe ich immerhin noch sechs. So, weg. Du da rein. Ich esse es. Kann die Pommes nicht mehr sehen, Mann. Nicht mal Ketchup dazu oder Mayonnaise. Schon wieder leer, ey. Ich brauche unbedingt Spinat. Was wollte ich jetzt? Ach ja, genau. Das wollten wir. Gucken wir mal da rein. Machen wir so. Den hier. Und war doof. Ich brauche eh noch Holz. Dann machen wir das nochmal. Was ist das? Kreativ-Automaten-Upgrade. Krass. Was für ein langes Wort. So, erstmal der. Was war das hier? War hier etwas Stein oder sowas? Also, nochmal zurück. Und hier gibt es so viel Stein, man weiß ehrlich gesagt nicht, mit welchem es funktioniert. Hornstein, Stein, also... Ich hoffe, ich habe hier noch meinen Stein. Alles, was hell ist, ist... Ja... Natürlich blöd. Habe ich keinen richtigen Stein mehr? Probieren was aus. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Der geht nicht. Geht auch nicht. Mann! Wieso gibt es hier so viele verschiedene Steinarten? Ach, da habe ich das mal... Habe ich gesucht. Den habe ich gesucht. Jetzt brauche ich auch nicht mehr die Hilfe, ey. Ich weiß so, wie es geht. Schon so oft gerade draufgeklickt. Da ist das Ding. Wupp, wupp. Halt, warte mal. Bitte was? Genau, den Topf brauche ich noch. Ja, wie gesagt, machen wir im nächsten Part weiter. Ich danke fürs Einschalten, Bewerten nicht vergessen und sagt mir mal, wo ich den Spinat herbekomme. Den brauche ich dann unbedingt. Ich bin aber raus. Danke fürs Einschalten. Haut drin, bis dahin. Tschüss.